So, hallo und willkommen beim Modellbau 126. Ja, heute mal in einer bisschen komischen Position. Ich befinde mich gerade auf dem Dach. Was ich heute fertig gemacht habe, das zeige ich euch gleich. Und hinter mir krabbelt gerade Klaus hoch, wie man sehen kann. Ich stelle jetzt die Kamera mal ein bisschen besser auf und dann schauen wir uns das kurz an. Gut, ich habe jetzt die Kamera aufgebaut. Wie ihr seht, sitzt der Klaus hier ganz gemütlich vor unserem Dach. Oh ja. Das ist unser Sonnensegel hier. Oh, Sonnendach. Ist eine absolute geile Sache zum Sonnenbaden. Oh ja. Ist richtig schön heiß, wenn die Sonne oben drauf knallt. Richtig geil. So, wie ihr seht, heute, das Dach war letztes Mal schon drauf, aber heute haben wir es gesäumt, links und rechts. Ich zoome. Es ist gerade abgeschnitten. Es ist ein wahnsinniger Schritt nach vorne, dieses Dach. Wir waren den ganzen Tag in der Hütte heute. Keinen Sonnenbrand, kein gar nichts, alles ist gut. Ja, hinter uns ist ein großes Getümmel. Die Crazy Devils sind da. Aber unsere Hütte ist wichtig. Genau. So, und jetzt würde ich sagen, verlassen wir das Dach und gucken uns den Rest an, was wir heute unten gemacht haben. Dann bis gleich. So, der Klaus und ich sind wieder runter vom Dach. Jetzt werden sich einige wahrscheinlich fragen, wie sind wir da hochgekommen. Ist eigentlich ganz einfach. Ich habe heute eine Leiter gebaut aus Holz, wie man hier sehen kann. Die ist natürlich jetzt schon mit der Holzschutzfarbe lasiert oder bemalt oder gestrichen, wie auch immer man das ausdrücken will. Deswegen ist sie ziemlich schwarz. Und die hält wunderbar. Die hat sogar den Klaus stand gehalten. Auf die Leiter kann man sich verlassen. So, dann gehen wir jetzt einfach mal hier links rum zum Eingang und gucken, was der Klaus so treibt. Jetzt bin ich mit dem Gestell hängen geblieben. Kurzi fix. So, jetzt sind wir in der Hütte. Jetzt stelle ich das Gestell in Ruhe auf. Genau. Ah. Gut, dann wird euch der Klaus mal ein bisschen was zu dem sagen, was er da hinten getrieben hat. Ja, wie ihr seht, ist die Wand hinten fertig, die Abtrennung. Natürlich sind da noch Lücken, aber das hat seinen Sinn. Wir haben die Wand hier oben fertig. Oh, ich schwenk mal da hoch, nicht zu schnell. Ja, quasi das Endstück ist auch fertig. Und ja, ich hoffe, dass ich Alex doch noch überreden kann, dass man das mit Brettern zumachen, dass es erstmal zu ist. Ja, das sehen wir dann noch, was wir mit Brettern haben. Ich komme ein Stückchen näher ran. Genau. Das ist vom Licht her ein bisschen besser. So, wir haben eine Tür aus Bierbank oder Biertischgarnituren gebaut. Ja, da waren irgendwelche Reste, die haben wir gerade abgeschnitten. Genau so ist es. Ja. Ganz tollen Griff hat der Klaus da hinten gebaut. Den Griff. Ich komme mal näher ran, dass man das auch sieht. Also man kann die Tür natürlich auch aufmachen. Das wird unser erstmal Stauraum. Ja, Abstellraum und genau, später schauen wir mal. Dass mal alles erstmal hier oben ist. Ja. Zack, mit Riegel, wunderbar. Mit Riegel, genau. Warte mal, ich habe das Schloss noch. Das können wir gleich mal reinhaken, ob das geht. Da ist das Schloss. Ups, das ist gleich vom Schlüssel geflogen. Oh, ja, der steckt da drin. Ja, wunderbar. Gute Sache. So, dann ist unser Kamala abgesperrt. Ist fest. Genau, Bombe, super. Ist deswegen so einigermaßen zu. Bringt zwar nicht viel, aber es ist abgesperrt und fertig. Genau. Ja, dann werden wir das nächste Mal dann schauen, dass wir weiter vorankommen und weiter die Hütte schließen, so nach und nach. Genau, so ist es. Ja. Außen noch ein bisschen. Ja, guck mal, genau. Du meinst die Außenwand. Gehen wir jetzt nochmal raus und schauen uns die Wand außen an. Mit der Strecke kommen wir ja nicht viel machen, weil die bereiten hier ein Riesenfest vor. Und da ist natürlich ja Wuling. Also Strecke ist jetzt erstmal außen vor, jetzt haben wir mit der Hütte weitergemacht. Ja. Und jetzt gucken wir uns die Außenwand noch an. Okay. So, ja, jetzt sind wir an unserer Außenwand. Wie ihr seht, haben wir auch da schon angefangen, das Ganze zu verschalen. Bitte denkt nicht, wir sind dumm und sehen nicht, dass es schief ist. Das ist gar nicht so einfach, auf so einem Boden irgendwas gerade hinzukriegen. Mhm, oben, das obere Teil ist zu. Jetzt machen wir unsere hintere Hütte noch dicht. Vordere Seite ist auch dann nicht mehr viel. Und dann haben wir die erste Seite zu. Genau, da werden wir die Lücken da noch schließen. Ja. Brauchen wir halt noch ein paar Paletten und Material. Da
Das schaut doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Ich denke aber auch. Aber mit dem Dach oben, das ist so eine schöne gerade Kante, alles, das passt ganz gut. Ja. Ist halt ein bisschen wellig, aber. Ja, mein Gott. Mei, kann man nichts machen, gell? Alles handgemacht. Das ist, dann machen wir vorne noch so ein paar schöne Deckel dran, die man dann aufklappen kann, genau, dass der Ausguck quasi offen ist. Jawohl. Und geschlossen, je nachdem. Ja. Schaut ein bisschen aus wie Jagd, da. Hochstand. Hochstand in Großgruppen. Ja, vielleicht gehe ich ein bisschen mit der Schrotflinte schießen. Klaus schmeißt vom Dach Tontaum und ich schieße unten raus. Okay. Gut, ja, ihr seht, also wie ihr hört, sind wir nur zu zweit. Das hat auch seinen Grund. Da, ja, das ist okay heute. Ja, der Toni 25 Wochen im Urlaub ist. Wir hatten auf jeden Fall unseren Spaß. Es ist ganz gut gelaufen heute. Ich und denke auch. Ja, dann sag ich mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns dann im nächsten Video, oder? Ja. Auf jeden Fall. Macht's es gut. Ciao, ciao.